In diesem Video sprechen wir über das Thema Eigenheim. Und zwar möchte ich dir gerne 7 Punkte nennen, wann du besser die Finger von einem Eigenheim lassen solltest oder deine Überlegungen bezüglich eines Eigenheims nochmal hinterfragen solltest. Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist David Tappe und ich bin seit über 12 Jahren Experte für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlage. Jeden Tag melden sich Menschen bei uns mit den verschiedensten Finanzverträgen oder auch Angeboten, die sie vorliegen haben. Und natürlich kommt das Thema Eigenheim auch immer wieder zur Sprache. Und deshalb möchte ich dir in diesem Video einfach mal ein paar Punkte mitgeben, die mir in meinem Alltag aufgefallen sind, rund um das Thema Eigenheim. Und zwar in dem Kontext, wann es sich nicht mehr unter Umständen für dich lohnt, ein Eigenheim zu kaufen. Der erste Punkt, der ist relativ offensichtlich. Und zwar macht es relativ wenig Sinn, ein Eigenheim zu kaufen, wenn die Finanzierungszeit in das Rentenalter bzw. darüber hinausgeht. Weil im Rentenalter hat man in der Regel geringere Einnahmen und dadurch kann natürlich eine Immobilie mit einer Kreditrate im Rentenalter zu einer sehr hohen Belastung führen und kann einen im Rentenalter in der Zeit, wo man eigentlich vielleicht genießen möchte und reisen möchte, vielleicht den Kindern helfen oder den Enkelkindern helfen will, sehr zur Belastung werden. Deswegen, wenn du in einem gewissen Alter bist oder deine Finanzierung so aussieht, dass du weit ins Rentenalter hinein noch Finanzierungsraten hast, dann kann das unter Umständen ein Grund dafür sein, wann du die Finger besser davon lassen solltest. Der zweite Punkt ist das Thema Kosten. Und zwar ist es so, es gibt eine Faustformel, die Wohnkosten. Die insgesamten Wohnkosten sollten nicht mehr als ein Drittel deines Haushaltseinkommens ausmachen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du zusammen mit deiner Partnerin zum Beispiel 6.000 Euro netto im Monat verdienst, dann sollten die gesamten Wohnkosten nicht mehr als 2.000 Euro ausmachen. Wenn wir also vom Eigenheim reden, dann sprechen wir von der Kreditrate an die Bank, vielleicht irgendwelche an die Finanzierung gebundenen Sparverträge, dann die Nebenkosten deiner Immobilie, gegebenenfalls das Hausgeld, was du zahlen musst, wenn wir von einer Wohnung reden, oder eben deiner Hausrücklage, die du vorbildlich selbst führen solltest. Also alles zusammen sollte in dem Beispiel nicht mehr als 2.000 Euro betragen. So, und wenn du jetzt natürlich ein geringeres Haushaltseinkommen haben solltest, dann kannst du selbst mal ausrechnen, wie viel ist ein Drittel entsprechend von deinem Gesamteinkommen und was kannst du dir an Immobilie leisten. Wenn du das ignorierst und sagst, das geht schon irgendwie, ich kann auch 50%, 60% für die Immobilie aufbringen, dann nimmt dir das die Luft zum Atmen und sorgt dafür, dass du unter Umständen viel Belastung hast, zu viel Belastung und damit letztendlich einfach ein hohes Risiko eingehst, dass du dir die Immobilie eigentlich gar nicht leisten kannst. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass du unter Umständen einfach eine zu teure Immobilie für dein Portemonnaie, für dein Einkommen im Verhältnis gekauft hast. Und da sind wir natürlich in der heutigen Zeit in der Problematik, dass viele Immobilien sehr, sehr teuer geworden sind, Bauzeiten sich sehr lang hingezogen haben und natürlich auch Materialkosten und nicht zuletzt begründet durch die Inflation die Preise extrem angestiegen sind. Von daher beachte diese Faustformel, ein Drittel deines Einkommens, deines Haushaltseinkommens darf die Immobilie maximal kosten. Dich pro Monat. Ein weiterer Punkt ist, dass du nach der Finanzierung, also wenn du mit der Bank sprichst und die Finanzierungsplanung aufstellst, immer dafür sorgen solltest, dass du noch einen Notgroschen hast. Also dass du mindestens mal 3, besser 6 Netto-Monatsgehälter weiterhin auf der Seite hast. Weil ob es durch die Immobilie oder durch andere Dinge im Leben passiert, es gibt immer Situationen, wo es sehr von Vorteil sein kann, wenn du auf eine gewisse Notrücklage zugreifen kannst. Wenn du zugunsten der Immobilie dein gesamtes Geld da reinsteckst und quasi bei Null bist, dann macht das nicht nur schlaflose Nächte, sondern ist finanziell auch einfach dumm, weil egal was passiert und wenn es nur die Waschmaschine ist, die kaputt geht und du sie dir nicht mehr leisten kannst, neu zu kaufen, bringt dich das schon in die Bredouille und das ist einfach ärgerlich und unnötig. Deswegen brauchst du immer diese Notrücklage, unabhängig von der Immobilie. Der vierte Punkt ist, dass du dir logischerweise, wenn du ein Eigenheim kaufst, wirklich klar darüber sein musst, dass du an diesem Ort langfristig bleiben willst. Verabschiede dich von dem Gedanken, dass du die Immobilie, wenn sie dir mal irgendwann nicht mehr gefällt oder du hast vielleicht irgendwo einen Partner in einer anderen Stadt gefunden oder einen Job, der sich irgendwo für dich ergibt, eine Jobmöglichkeit in einer anderen Stadt, verabschiede dich von dem Gedanken, dass du die mal ebenso verkaufen kannst. Der Verkaufsprozess einer Immobilie, der kann sich teilweise Jahre hinziehen und es ist nicht gesagt, dass du mit deiner Immobilie Gewinn machst. Je nach Marktlage kann es natürlich auch mal sein, dass du schnell mal 50.000 Euro weniger bei so einer Verkaufssituation bekommst. Und wenn jetzt die Liebe in der anderen Stadt, auf der anderen Seite des Landes oder der super gute Job, der dir angeboten wird, der dir vielleicht 1.000 Euro mehr im Monat bringt, verhindert, das anzunehmen, weil deine Immobilie dich an einen Ort bindet, dann kann das unter Umständen finanziell und auch emotional sehr ärgerlich sein. Deswegen musst du dir wirklich im Klaren sein, dass du an diesem Standort längerfristig, wenn nicht dauerhaft sesshaft werden willst, vorher solltest du dich nicht für den Kauf einer Immobilie entscheiden.
Und ergänzend dazu kann ich dir auch nochmal den Gedanken mitgeben, wenn du jetzt denkst, ich kann die Immobilie ja auch vermieten. Ein Mieter wird sich bestimmt immer schnell finden. Jein, ist meine Antwort. Natürlich gibt es Fälle, wo man sich dann mit einem Mieter sehr schnell einig wird, der in diese Immobilie reingeht und im Best Case zahlt er auch die Miete so hoch, wie deine Kreditrate ist und das Ganze läuft genauso weiter. Aber in der Realität gibt es genug Beispiele, wo je nachdem, wo die Immobilie dann letztendlich steht, man vielleicht keinen Mieter findet oder vielleicht ein halbes Jahr Überbrückungszeit hat, indem man dann die Kreditraten weiterzahlt, an einem anderen Ort bereits die Wohnkosten auch hat, dann laufen die parallel, dann sind wir wieder beim Thema Notgroschen und Rücklage, oder es einfach Problemfälle mit dem Mieter gibt und man vielleicht gar nicht Vermieter werden möchte, weil man diese Verantwortung und diese Last, die Vermietung auch mit sich bringen kann, gar nicht braucht und haben will, weil das natürlich auch relativ viel Arbeit bedeuten kann. Der fünfte Punkt betrifft das Thema deiner Einnahmen. Und zwar, wenn du beispielsweise unsichere Einnahmen hast. Beispiel, du bist gerade erst im Berufsleben gestartet oder hast gerade den Job gewechselt, befindest dich noch in der Probezeit oder hast keinen befristeten Arbeitsvertrag, unbefristeten. Oder du bist zum Beispiel selbstständig, bist noch nicht allzu lange selbstständig oder dein Unternehmen läuft aktuell nicht so gut, was bei vielen Unternehmen Corona-bedingt, krisenbedingt gerade der Fall ist. Dann will ich einfach sagen, hast du vielleicht keine so sichere Gewissheit über deine laufenden Einnahmen. Und dann ist es natürlich auch wieder ein erhöhtes Risiko, wenn du dir eine so große finanzielle Belastung mit einem Kredit von einigen 100.000 Euro ans Bein bindest. Also wenn diese Gegebenheit bei dir ist, dass du halt einfach noch Unklarheiten hast und gewisse Unsicherheiten in Bezug auf deine Einnahmen, kann es dazu führen, dass deine Immobilie für dich einfach zu emotionalen und auch finanziellen hohen Belastungen wird. Anderes Beispiel ist zum Beispiel, wenn deine Partnerin irgendwann Kinder bekommt oder man sich irgendwann trennen sollte, kann sich diese Person, kannst du dir dann die Immobilie weiterhin leisten? Könnt ihr euch als Familie die Immobilie leisten, wenn Kinder dazukommen, Einkommen der Frau vielleicht wegfällt, Kinder als weitere Kostenpositionen dazukommen? Das alles sollte mit berücksichtigt werden, bevor man sich hier über Jahrzehnte eine monatliche Rate ans Bein bindet. Der sechste Punkt ist, dass ich dir ganz klar sagen will, eine Immobilie alleine reicht als Altersvorsorge nicht aus. Natürlich gibt es immer wieder diese Märchen, die man insbesondere aus der Immobilienbranche hört, von den Immobilienmaklern und Immobilienvertretern, die eine Immobilie verkaufen wollen, dass eine Immobilie, Betongold, die beste Altersvorsorge ist und so weiter. Natürlich stimmt das ein Stück weit. Wenn man im höheren Alter letztendlich keine Miete mehr zahlen muss, hat man natürlich weniger Wohnkosten. Das ist korrekt. Aber vergiss nicht, dass auch eine Immobilie weiterhin Nebenkosten hat. Strom, Wasser, Gas, Internet. Und es gibt einfach gewisse Faktoren, gewisse Kostenpositionen, die weiterlaufen, auch wenn dir die Hütte gehört. Und dann muss man natürlich dazu sagen, wenn wir vom Rentenalter reden, dann reden wir vielleicht von in 20, in 30, in 40 Jahren bei dir. Und dann überleg doch mal, selbst wenn die Immobilie heute neu ist, weil du neu baust, vielleicht kaufst du auch eine gebrauchte Immobilie, die schon 20 Jahre ist, aber selbst bei einer neuen Immobilie ist die in 30 Jahren auch nicht mehr neu. Das heißt, du hast natürlich auch im höheren Alter dann immer wieder Reinvestitionen in diese Immobilie. Die fallen vielleicht nicht jeden Monat an und auch vielleicht nicht jedes Jahr, aber in einem Abstand von ein paar Jahren braucht eine Immobilie Pflege. Und immer wieder mal ein paar tausend, wenn nicht 10.000 Euro, die du reininvestierst, damit die in Schuss bleibt. Das heißt, das Märchen, dass du dann wohnfrei oder kostenfrei wohnst, das solltest du einfach mal vergessen. Du hast auch mit einem Eigenheim laufende Kosten. Und dementsprechend muss darüber gesprochen werden, ob du diese laufenden Kosten von der gesetzlichen Rente bedienen kannst, die du dann später bekommst, wenn du denn welche überhaupt bekommst, Selbstständige zum Beispiel ja in der Regel nicht, oder ob du weitere Einnahmen brauchst. Und an der Stelle kann ich dir ganz klar sagen, wir haben es oft genug durchgerechnet, die gesetzliche Rente an sich mag vielleicht deine Lebensmittelkosten in der Zukunft decken, aber deine Wohnkosten zusätzlich nicht unbedingt auch noch. Die gesetzliche Rente war früher mal ein System, wo vielleicht deine Eltern oder Großeltern tatsächlich noch so viel Einnahmen hatten, dass sie ihr abbezahltes Eigenheim und die Nebenkosten damit bezahlen konnten. Aber letztendlich ist es einfach so, in unserem kaputten gesetzlichen Rentensystem, wie wir es mittlerweile seit vielen Jahren haben, ist es so, dass die Rentenansprüche immer weiter runtergehen und das Geld, was wir benötigen, inflationsbedingt immer mehr wird. Und dementsprechend reicht die abbezahlte Immobilie in Verbindung mit der gesetzlichen Rente als Einnahme einfach vorne und hinten nicht mehr aus. Und als Pärchen beispielsweise muss man sich darüber im Klaren sein, dass man neben der Immobilie einfach zusätzlich Vermögen aufbauen muss, um später eine weitere Einnahmequelle zu haben, um davon im Rentenalter vernünftig und mit Würde leben zu können.
Und das möchte ich einfach mit auf den Weg geben, dass das nicht zu vernachlässigen ist und eine Immobilie alleine in den allermeisten Fällen nicht ausreichen wird. Und der siebte Punkt, wenn du dir jetzt all diese Punkte anhörst und vielleicht mehrere Sachen auf dich sogar zutreffen, solltest du wirklich objektiv bei der Sache bleiben. Natürlich gibt es die Vorstellung von der eigenen Immobilie, als dass man sich hier alles so gestalten kann, wie man will, was mal kleine Nebensache auch jede Menge Geld kosten kann, weil die Neigung im Eigenheim immer wieder was anzupassen und zu verschönern natürlich viel größer ist als in einer Mietwohnung, wo man einfach den Zustand, wie sie ist, akzeptiert und nicht ständig irgendwas umbaut und Wände rausreißt und neue Fenster einsetzt und die Hofeinfahrt neu macht etc. Aber das nur am Rande. Ich will einfach darauf hinaus, wenn objektive Kriterien gegen den Kauf eines Eigenheims sprechen und du dennoch darüber nachdenkst, dann musst du dir ehrlich sagen, dass du diese Entscheidung emotional zu stark gewichtest. Es bringt nichts, wenn alles Objektive und Rationale gegen den Kauf eines Eigenheims spricht, du aber trotzdem auf Biegen und Brechen ein Eigenheim haben willst und diese Entscheidung eben sehr, sehr gefühls- und emotional bedingt triffst, weil das vielleicht in deiner Familie alle so machen oder früher schon so war und die Eltern und die Großeltern so hatten. Du musst auf deine Situation gucken. Und es bringt halt nichts, wenn du letztendlich es dir eigentlich direkt gesagt nicht leisten kannst, zumindest aktuell, und du es trotzdem irgendwie auf Biegen und Brechen hinbekommen willst. Wahrscheinlich wirst du sogar eine Bank finden, je nachdem, wie es um deine Finanzen steht, die dich dabei unterstützt. Das mag sich erstmal schön anfühlen, dass die es versuchen, irgendwie möglich zu machen. Aber vergiss dabei nicht, die Bank verdient natürlich ihr Geld nicht damit, dass sie dir korrekt sagt, du kannst dir das aktuell nicht leisten, sondern die Bank verdient ihr Geld damit, dass sie irgendwie es möglich macht, dir einen Kredit zu geben. Ob du dir den langfristig leisten kannst oder nicht, das ist erstmal egal. Da geht es natürlich um den Verkauf des Kredites und den damit verbundenen Gebühren. Von daher verlass dich dann nicht nur darauf, dass wenn eine Bank sagt, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, dass es dann für dich Sinn macht und angemessen ist, sondern bitte denke selbst mit und wäge ab, ob du hier jetzt gerade nur emotional getrieben das machen möchtest oder ob du es dir auch wirklich leisten kannst und diese anderen eben genannten Gründe auf dich eben nicht zutreffen. Und dann kannst du dir natürlich auch dein Eigenheim kaufen, wenn du zu dieser Erkenntnis kommst, dass es objektiv möglich ist. Also ich habe dir jetzt einige Punkte mitgegeben, die ich in meinem Alltag immer wieder sehe und die wollte ich dir einfach mal zusammenfassen. Wenn du jetzt gerade an der Überlegung bist, Immobilie, ja, nein, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Oder wenn du vielleicht auch schon deine Immobilie hast und jetzt verstehst, zusätzlicher Vermögensaufbau klingt plausibel, habe ich verstanden. Vielleicht hast du schon den einen oder anderen Rentenvertrag und fragst dich jetzt, naja, machen die wirklich Sinn? Geht das nicht besser? In all solchen Fällen können wir dir helfen. Geh doch einfach mal jetzt auf www.tappeconsulting.de. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung und guck ein bisschen, was du über uns findest, guck dir unsere Bewertungen an und dann buch doch einfach mal einen kostenlosen ersten Termin. Lass uns mal über deine Finanzsituation sprechen in Bezug auf deine Immobilie oder auf deine Renten- und Lebensversicherung oder darauf, dass du deinen Notgroschen hoffentlich bereits aufgebaut hast und darüber hinaus sagst, okay, wie kann ich das ganze Thema Vermögensaufbau und Altersvorsorge jetzt angehen? In all den Fällen können wir dir helfen. Das sind unsere Praxisfälle, wo wir jeden Tag Menschen haben, die sich bei uns melden, denen wir dann helfen, objektiv diese Sachen zu bewerten. Wir verkaufen an der Stelle kein konkretes Finanzprodukt, als dass wir jetzt irgendwas aufschwatzen wollen, sondern wir analysieren die Situation, gehen da sehr mathematisch, sehr rational, sehr wissenschaftlich ran und erstellen dann Altersvorsorge und Vermögenspläne, wie man sein Geld sinnvoll anlegt und wie man letztendlich am besten sich für die Zukunft absichert. Also, ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Bis bald, dein David.